Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern hatte ich ja euch schon die ersten, ja, kleinen Informationen zum neuen FIFA Mobile Event gegeben. Heute habe ich die ersten Karten für euch am Start. Vielleicht ist ja auch schon das neue Event direkt draußen, wenn ihr diese 20 Uhr Folge seht, weil um 20 Uhr ist ja immer die FIFA Mobile Aktualisierung. Und deswegen könnte es sein, dass heute vielleicht schon das neue Event draußen ist. Des Weiteren gibt es auch ein Turnier-Event wieder, was, wieso, wie ich es jetzt verstanden habe. Finde ich gut, dass EA jetzt zwei Events parallel raushaut, so wie ich es halt verstanden habe. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir keine FIFA Mobile Zockpause haben, wisst ihr? Sondern dass nach einem abgelaufenen Event direkt das nächste folgt und nicht zwei, drei Tage Pause. Das würde ich mir noch von EA wünschen. Und dann sind wir eigentlich auf dem guten Schritt der Besserung, sage ich mal, ne? Es gibt geile Frankreich-Karten, das hatte ich euch ja gestern schon gesagt, dass es Frankreich-Spieler geben wird. Finde ich gar nicht so schlecht wegen der Zidane-Challenge oder wegen dem Zidane-Event, sodass man sich da auch mal früher oder später vielleicht mal einen Zidane gönnen kann. Natürlich dauert das noch lange, aber mit diesen Frankreich-Spielern schafft man jetzt diese Challenges dann einfach und die Skillspiele etc. Genau. Hier beispielsweise ein Bakayoko ist am Start, ein 90er Bakayoko ZDM. Von AS Monaco. Dann gibt es auch noch einen Dembélé. Nicht Ousmane Dembélé, sondern Moussa Dembélé von Lyon. 92er Stürmer. Und das Kartendesign ist mal wieder, also das Design, da kann ich nicht meckern. Da habe ich noch nie drüber gemeckert. Seitens EA sage ich mal, das Design macht EA immer top. Ist einfach so. Und dann als stärkste Franzosenkarte haben wir noch Dimitri Payet von Marseille. Als linker Mittelfeldspieler 94. Holla der Waldfrosch. Und eben hatte ich auch gesagt, es gibt noch einen Play of the Month Turnier, so wie ich es verstanden habe. Und da kann man dann halt De Bruyne bekommen. Einen 92er De Bruyne. Ich gehe davon aus, dass man halt für den De Bruyne... Ich hoffe, dass man wieder viermal das Turnier spielen kann. Wenn man es viermal komplett durchsuchtet und gewinnt alles, dann kriegt man vielleicht De Bruyne. Ich glaube, wenn man ein, zwei Niederlagen hat, wird man De Bruyne nicht mehr kriegen. Und dann kann man halt mit den Punkten, so gehe ich davon aus, wieder... Skillboost-Karten, Münzen etc. Sich davon holen. Ja, aber ich finde es gut. Turnier-Event macht immer Laune, finde ich. Und mal gucken, wie das dieses Mal aufgebaut ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt hier rein in unser Team, weil wir haben gemeinsam mit der Hashtag Packs Army ein Turnier gewonnen. Und das heißt, ich habe jetzt genügend Vorteilspunkte, um mir... 10 Chemistry-Punkte freizuschalten. Und ich hoffe, durch die 10 Chemistry-Punkte habe ich jetzt auch 160. Ich habe es mir vorher nicht angeguckt, ob ich wirklich so viel noch habe. Ich habe nicht so viel. 159 habe ich. Okay. Das heißt, ein Spieler könnte da ein bisschen mehr bekommen. Beziehungsweise ich müsste einen Spieler austauschen. Einen normalen Spieler austauschen gegen eine Special-Karte. Das fehlt noch. Ich müsste, keine Ahnung, einen Innenverteidiger, wenn es Niklas Stark in Form geben würde, gibt es aber nicht. Der würde dann halt 15 Chemistry haben und dann hätte ich 160 Chemistry. Aber 159 kann ich mich auch nicht drüber beschweren. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich da oben lang gehen, sodass ich dann da noch eine Gesamtbewertung knacke. Weil hier unten die Aufstellung, die bringt mir halt gar nichts. Aber früher oder später muss ich das auch freischalten. Weil hier hinten kommen halt nochmal ein Zweier Chemie-Boost. Das heißt, ich kriege automatisch zwei Chemistry einfach oben drauf. Hier nochmal plus 10. Hier nochmal Chemistry-Boost. Und hier hinten nochmal eine Gesamtbewertung. Und da unten auch nochmal eine Gesamtbewertung. Aber das dauert erstmal wieder Ewigkeiten. Weil dafür muss man ein paar Ligaturniere gewinnen. Jeden Tag hier die Gratis-Packs abholen. Obwohl in den Gratis-Packs bei mir jedes Mal... Ich sag's euch, Leute, auf Ansage, ich krieg einen Vorteilspunkt. Hattet ihr da schon mal mehr als einen Vorteilspunkt drin? Oh, drei! Drei! WTF! Man muss einfach mal meckern. Ich krieg drei, ja moin. 5000 Münzen und Simonovic, Jawolski. Herrlich. Des Weiteren hatte ich heute auf FIFA 18 Mobile reagiert, Leute. Ja, ich habe mir alte FIFA 18 Mobile Videos angeschaut. Wenn ihr dieses Reaction-Video noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich es euch unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich hatte einfach Lust, mir die alten Videos reinzuziehen. Es hat auch mega Laune gemacht. Wie gesagt, unten ist der Link. Und wir gehen jetzt rein in Versus Angriff. Oh, ein Duell, aber sowas von auf Augenhöhe.
Er hat genauso die gleiche Gesamtbewertung, hat genau die gleichen Chemistry-Punkte wie ich. Das wird interessant gegen ZM. ZM. Schauen wir mal, let's go. Ich bin auch gerade eben aufgestanden, Leute. Und nehme hier gerade erst jetzt direkt hier dieses FIFA Mobile-Video auf. Ich hoffe, dass es eine gute Idee gewesen ist, weil früh ist man eigentlich immer noch so in der Regel ein bisschen müde. Ja, duschen war ich eben gerade schon und es läuft. 2-0. Jawohl, Serge Gnabry. Nach dieser Aufnahme werde ich das Video noch fertig machen und dann werde ich mich schön einen Döner reinsnacken, Leute. Ich habe sowas von Bock drauf. Nein, nicht der Döner von Mehmet. Aber trotzdem freue ich mich an erster Stelle für Mehmet. Leute, dieses Meme, ne, das ist zu lustig. Wenn man es einfach mal so einsetzt, keine Ahnung, man kriegt... Stellt euch mal vor, ihr sitzt mit eurer Familie zu Weihnachten am Weihnachtstisch, bekommt euer Geschenk und dann sagt ihr einfach so, weil eure Familie kennt sich sicherlich nicht mit YouTube und so weiter aus, und dann sagt ihr einfach so, ja, an erster Stelle freue ich mich einfach für Mehmet, und dann... gucken euch eure Eltern, eure Geschwister sowas von an. Hä? Mehmet, hä? Also das, Leute, das ist einfach zu lustig, ne? Ohne Witz, das kann man auch einfach für alles einsetzen, ne? An erster Stelle freue ich mich einfach für Mehmet. Oder in der Schule. In der Schule sitzt ihr da, ihr bekommt euer, keine Ahnung, euren Test zurück, euer Klassenarbeit zurück, ihr bekommt eine 2, eine 1 oder so. Und dann sagt ihr einfach, ja, an erster Stelle freue ich mich für Mehmet. Junge, das, ich könnte jedes Mal wieder, das finde ich einfach zu lustig. Und dadurch, dass ich das lustig finde, gewinne ich hier! Jawohl, Lewandowski, 7-6. Faust in die Facecam, Faust in die Facecam, ich gewinne das Spiel wirklich noch. Geil, Alter. Geil, 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 geil. Gegner Numero Dos hat ein 99er-Team, 151 Chemistry. Ist das der nächste Sieg? Jeder Sieg schmeckt megamäßig gut. Wisst ihr warum? Ich kriege pro Sieg 130 versus Angriffspunkte. Das ist schon brutal. Absolut brutalo, 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 brutalo. Vielleicht habe ich heute Nachmittag auch ein bisschen Zeit, um ein bisschen alleine so versus Angriff zu daddeln, sodass wir da ein paar Fans dazu bekommen. Natürlich, also Fans und halt auch die versus Angriff-Punkte, sodass ich vielleicht Ende der Woche mal in Division Rivals ein bisschen mehr an Münzen etc. bekomme. Und ich glaube, was bekommt man noch? Erfahrungspunkte, ne, Wahns, ne? Ich glaube schon. So, Lewandowski, wir können ja gleich nochmal nachschauen, was wir in... als FIFA Champion für Belohnungen bekommen könnten in den verschiedenen Rängen. Das können wir direkt gleich mal nach diesem Spielchen hier machen. Komm, Lewandowski. Geh vorbei. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aus. 5-1, solide Führung. Und so viel Zeit ist ja nicht mehr auf der Uhr. So viel Zeit ist ja dann auch nicht mehr auf der Uhr. So, komm runter. Ja, nix guter Bass. Nix gut. Jetzt aber Serge Gnabry, der ist ja Linksfuß, der muss da vorbei und den macht er nicht. Ich hasse diese Finesse-Schüsse, ne? Ich hasse die Keeper, die immer solche Finesse-Schüsse halten. Das hasse ich noch viel mehr. Komm, weg damit. Nächste Chance. Ja, die könnte man ausspielen. Die spiele ich auch aus, Lewandowski. Nein, der ist zu lang, oder? Nein, doch. Ja, Lewandowski. Ja, wichtig. Wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtiges Tor von Robert Lewandowski. Und das Tor von Hakimi könnte jetzt auch ganz wichtig sein. Und er macht's nicht. Jetzt. Abseits. Lewandowski. Robert Lewandowski. 8. Tor. Und das ist der Sieg, Leute. Das ist der Sieg. Und ich hätte auch aber mit 7 Toren sogar schon gewonnen gegen diesen Gegner. Und guckt euch mal an. Ich bin jetzt schon 500er, 520er mit 2 Siegen gerade mal, die ich hier gerade mal gewonnen habe. Und habe jetzt schon 1000 Punkte. Das geht ratzfatz, Leute. Ratzi, fatzi, matzi. So, ich habe jetzt 85.000 Münzen. Okay, das ist natürlich gar nichts. Hier, das wäre ein guter Rang, in die Top 100 zu kommen hier. Top 100, 345.000 Münzen, 90.000 Erfahrungspunkte und ein Team of the Week Token. Team der Woche Packs habe ich hier schon lange nicht geöffnet, aber hier oben werde ich sicherlich nicht hinkommen. Aber 690.000 Münzen, stellt euch mal vor, Division Rivals endet ja jede Woche. Und wenn ihr jede Woche da ganz oben seid in der Top 10 und jede Woche 690.000 Münzen, das ist schon brutal, finde ich. Das schon ist schon absolut brutalo. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt auch hier fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt das Video aus, was vorhin online kam um 17 Uhr. Haut rein und tschüssi.